Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf der Hof Bergmann. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und hier mit dabei bist. Ja, in dieser Folge werden wir zum ersten Mal eigentlich den Schlachthof mal richtig besuchen und werden dort die ersten Schweine hinbringen. Da bin ich auf jeden Fall schon mal gespannt, was wir da so verdienen werden. Bislang haben wir ja unsere Schweine ja nur zu den Metzger hingebracht und das lohnt sich natürlich immer. Und jetzt möchte ich einfach mal probieren, was wir da so rausbekommen bei dem Schlachthof. Gut, ich würde sagen, wir steigen mal ein, starten auch gleich den Motor und werden jetzt gleich losfahren zur Schweinezucht. Da waren wir ja auch schon lange nicht mehr. Und ja, mal sehen, was uns da so erwartet. Ich denke mal, das blanke Chaos. Aber schauen wir mal und lassen uns einfach mal überraschen. So, einmal hier links rein. Und dann geht's weiter hier. Ja, in diesem Jahr werden ja einige Simulatoren-Spiele noch rauskommen. Und deswegen lasst euch mal überraschen. Ich glaube, so 180 Spiele wurden vorgestellt, aber ich glaube, ja, wenn 80 davon rauskommen oder wenn überhaupt, dann ist das schon einiges. Die meisten Spiele sind ja natürlich nur erstmal vorgestellt und noch gar nicht wirklich entwickelt. Deswegen lasst euch auch ein bisschen überraschen. Ich selber auch. Bin auch schon ganz gespannt, welches Spiel hier als nächstes rauskommt. So, fahren wir mal hier noch ein Stückchen ran und klappen hier gleich die Klappe hier hinten auf und dann können wir uns erstmal hier den Hänger erstmal voll machen. So, und schieben erstmal hier die Schweine hier rein. So, ist der voll. Bestätigen das Ganze und machen das gleich wieder zu hinten. So, hängen wir uns mal hier den Hänger ab und werden jetzt erstmal noch den Schweinen hier ein bisschen Sojabohnen geben. Was anderes haben wir ja momentan noch nicht. Schweinefutter haben wir ja auch noch nicht, aber Kartoffeln haben wir ohne Ende. Also ihr wisst ja von meiner Aktion, die Kartoffelernte, das hat sich auf jeden Fall gelohnt und das war einiges. 400.000 Liter Kartoffeln haben wir jetzt hier liegen und ja, müssen wir echt mal schauen, dass wir das auch in Angriff nehmen, damit die hier nicht ewig rumliegen. So, machen wir das Ganze wieder ab und dann fahren wir jetzt hier wieder vor. Hängen uns hier den Tiertransport enger wieder an. Ja, das sehen wir auch schon wieder bei den Bullen. Ist natürlich wieder alles befüllt. Bullensperma können wir auch mal wieder verkaufen. So. Gut, dann steigen wir hier nochmal schnell aus. Werden jetzt hier bei den Schweinen erstmal noch ein bisschen sauber machen. Wir haben hier wieder richtig schön Dreck gemacht. Und dazu nehme ich immer gerne hier meinen Zauberbesen, wie ich es immer sage. Da geht das recht fix. So. Machen wir hier erstmal alles weg. So. Hier noch ein bisschen. Und hier noch. So, können wir den auch gleich wieder wegstellen. Ja, na schauen wir mal, wie sieht es hier aus mit Stroh. Drei Ballen haben sie noch liegen. Ich denke mal, das reicht auch erstmal. Gut, dann machen wir uns jetzt auf den Weg zum Schlachthof. So, einmal hier rum. Und los geht das Ganze.
Häuser. Ja, ansonsten müssen wir unbedingt noch Gülle verkaufen. Das habe ich ja in der letzten Folge ja schon gesagt. Da haben wir überall noch genügend, was wir eigentlich auch verkaufen können, beziehungsweise zur BGA bringen können. Ups. Hier müssen wir rein. War ich schon ein bisschen zu früh. Ja, das müssen wir auf jeden Fall noch erledigen. Überall ein bisschen Gülle wegfahren. Hab natürlich auch schon immer mal zwischendurch ein bisschen was zur BGA gebracht. Aber ja, Leute, echt. Also wenn man da nicht hinterher ist und das einfach so schleifen lässt wie ich, dann hat man am Ende wirklich so viel Gülle und man muss so oft fahren und die Gülle wegzubringen. Also da solltet ihr auf jeden Fall auch mit drauf achten, wenn ihr die Hof Bergmann spielt. So. Sind wir ja gleich da. Muss ich dann erstmal schauen, auf welcher Seite das eigentlich jetzt hier genau war. Ich glaube, links war das Ganze. Aber wir werden es ja jetzt gleich sehen, wo wir das Ganze dann abladen können. So, einmal hier rein. Und dann müssen wir hier rechts rein. So. Dann schauen wir mal. Ich glaube, hier drüben war das. Auf der linken Seite, wo wir dann die Schweine abliefern. So. Gehen wir mal in die Außenansicht. Und dann fahren wir mal hier hoch. Und machen hin die Luke auf gleich. So, probieren wir mal das Ganze, ob das hier so stimmt, wie wir richtig sehen. Zuchtschweine 18, ja. Gut. Das war hier richtig. Können wir hier die Klappe wieder zumachen. Und ja, bin ich mal gespannt, was wir hier rausbekommen für unsere ganzen Schweine. So, schauen wir uns mal das Ganze an. Hier stehen sie jetzt auch. Zwar ohne Funktion, aber wir sehen, das Ganze hat auch geklappt. So. Na, der sagt hier wohl nicht Servus. Sonst sagen sie mal alle Servus. Der hat wohl heute anscheinend keine Lust dazu. So. Dann fahren wir wieder zurück zu unserem Hof. Ja, bin ich echt mal gespannt, was wir hier so verdienen für die Schweine. Ich glaube, das wird auch erst wieder 0 Uhr alles abgerechnet. Also, ja, da muss ich dann einfach mal ein bisschen vorspulen, um dann natürlich auch das ganze Geld zu bekommen. So. Ja, können wir auf jeden Fall das nächste Mal gleich Bullensperma verkaufen, sobald wir unseren Mercedes-Sprinter wieder frei haben. Da haben wir ja immer noch die ganze Butter drauf, beziehungsweise die Butterfässer, die 60 Stück. Und momentan ist der Kurs auch noch nicht so gut. Deswegen, ja, müssen wir noch ein bisschen abwarten, bis wir dann das alles verkaufen. Also ich denke mal, wenn ich jetzt vorgespult habe, dann wird sich ja der Preis auch nochmal wieder ein bisschen ändern. Und ich hoffe doch mal, dass wir da dann einen ordentlichen Preis auch haben. So, hier müsste ich eigentlich auch nochmal wieder vorbeischauen. Ich steige mal hier nochmal schnell aus. Und machen hier nochmal schnell alles auf. So, gleich wieder zu. Und wir schauen mal. Ach, das ist auch voll. Okay, da können wir auch schon wieder Milch wegfahren. So. Ja, können wir auf jeden Fall schon wieder einiges hier verkaufen auf unserem Hof.
Also da sollte auf jeden Fall die nächsten Einnahmen ganz gut gesichert sein. So, ansonsten, ja, die Tiere sind soweit versorgt. Da ist eigentlich alles am Laufen. Ja, wie gesagt, Gülle müssen wir wegfahren. Milch müssen wir jetzt sogar wegfahren. Da haben wir jetzt auch schon wieder einiges. Also, ja, wir sind schon ein bisschen in Eile. So. Und vor allem, wir können auch einiges schon wieder an Geld verdienen. Gut, würde ich sagen, fahren wir auch gleich hier hoch. Und stellen uns hier hin. Schalten wir hier den Motor aus. Und steigen hier aus. Ja, und ich würde sagen, das soll es auch schon wieder gewesen sein von dieser Folge. Abonniert doch meinen Kanal und lasst doch natürlich auch ein Däumchen da, wenn dir das Ganze gefallen hat. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten und ich bin raus. Tschüss, macht's gut.